Hallo, ihr Hübschen. Ja, ihr seht schon. Päckchen. Von wem, sage ich euch gleich. Aber nur mal so für uns, ne? Es ist lang. Es ist lang. Und es ist lang. Wer oder was da irgendwas geschickt hat. Tja, soll ich euch was sagen? Heute ist Heiligabend, ich spanne euch auf die Folter, das seht ihr erst nach dem Intro. Aber ich glaube, wir haben hier Unterstützung. Magst du was sagen? Hallo erstmal. Ja, der Micha ist auch wieder dabei. So sieht's aus. Willst wieder Farben gucken, ne? Wenn da Farben bei sind. Klar, warum nicht? Wenn da Farben bei sind, das weiß ich ja nicht. Ich sage, warum nicht? Also, bis gleich. So. Wer oder was hat geschickt? Das, meine Lieben, ist Diamond Painting mit Herz. Und ja, es werden Farben dabei sein. Und zwar ganz viele Farben. Und wir werden das wie besprochen machen. Das Paket hat gelitten. Oh Mann. DHL war nicht freundlich mit dem Paket. Nein. Wir werden das wie folgt machen. Ich werde euch die Leinwand unterschlagen. Nein, war ein Witz. Oh, okay, ich habe mir da ein bisschen was vorgenommen. In die Kamera. Moment, darf ich erst? Ich muss ja erst noch hier. Moment. Es knistert kurz. Ich muss euch da nämlich was unterschlagen. Ergo, weil das dürft ihr noch gar nicht sehen. Das ist ja das Weihnachtsgeschenk. Und zwar werde ich euch jetzt die Legende unterschlagen. Ich weiß, was es ist. Ihr dürft es nicht sehen. Das tut mir leid, aber ich kann euch berichten, dass das hier in dem Beutel sind exakt 100 Farben. Nein. Also Finger weg. Das sind exakt 100 Farben. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Das sind 100 Farben. Ja. Na, okay. Ja, gar nicht drüber nachgedacht. Wie gut, dass man hier fleißigen Elfen hat. Das wäre die Legende dazu. Guckt euch das mal an. Das ist die Legende dazu. Ja. Oh mein Gott. 1, 2, 3. Ja, da werde ich gleich nachher Spaß haben. Liebe Silvia, lieber Erik, habt ihr sie noch alle? Achso, nee, ich hab sie nicht mehr alle, weil ich hab's bestellt, ihr habt's nur umgesetzt. Ich nehm's zurück. Also, machen wir erstmal das Offensichtliche. Und zwar das Toolkit, meine Hübschen, das Toolkit. Wir haben hier ein rosa Stift, wie es dabei sein muss. Hallo, Stiftchen. Ja, ein rosa Stift. Ein kleines grünes Schiffchen. Ein Washi-Tape. Naja, ein Tesaband. Guckt euch das mal an. Ist das ein hübsches Design? Da freut sich nächstes Jahr mein Planer. Lauter Pfeile. Yeah. Das ist gut. Das hatte ich noch gar nicht. Ihr seid klasse, echt. Das Ding ist groß. Habe ich euch erzählt, wie groß die Leinwand sein wird? Nein, ne? Moment, das Ding hat von der Größe, wie groß ist denn das? Steht hier oben. Nee, das sind nur die Farben, oder? Ach so, das Ding ist 50 cm breit und 70 cm hoch. Eine Pinzette. Ein kleines Wachsplättchen. Ich habe genug Wachs, also von daher sollte das ausgehen, nicht das Thema. Und ein paar Zipptütchen. Und die, das ist nicht die übliche China-Qualität, wie man es von Homefun oder so kriegt, sondern das sind schon richtig schön dicke Beutel. Das ist gut. Die kann man gleich. Das ist gut. So. Ich habe ja gesagt, ihr kriegt nur einen Sneak Peek auf die Leinwand, weil ich weiß, dass diejenige gleich zugucken wird. Und genau deswegen bin ich jetzt mal frech und sage, nö. Nein. Hilfe. Die Legende geht fliegen. Na egal. Kümmern wir uns um die Farben.
Wir haben hier... Oh mein Gott. Ich bin mal frech, aber... Seht ihr das? Seht ihr diese Steinqualität? Meine Kamera will mich gerade echt ärgern. Kamera, Fokus. Dann nimm doch mal den Hintergrund weg. Das ist vielleicht einfacher. Moment. Ja, gut, dann versuche ich das mal. Wir werden hier gerade beklaut. Ja, du hattest recht. Guckt euch diese Steinqualität an. Keine Nasen, keine hohlen Steine. Das ist ja... Oh, du Sch... Oh, feier. Wenn das... Das ist ja wohl... Leg sie einfach... Leg sie doch in die Schüssel. Ich wollte sie nur aus dem Bild nehmen. Leg sie doch in die große Schüssel da. Ich bin gerade selber ein bisschen angespitzt und aufgeregt, weil... Allein diese Steinqualität. Alter... Himmel, Herrgott. So, jetzt hole ich mir die Schüssel mal ran. Das dauert einen Moment. Also, ich gehe dann gleich erstmal Farben sortieren, aber ich sag mal so, ne? Ihr dürft mal einen Blick reinwerfen. Ich habe ein bisschen was zu tun heute. Aber die Steinqualität. Holla, die Waldfee. Das ist nicht nur halb... Silvia, du hast untertrieben. Das ist nicht ein halben Herzinfarkt. Das ist ein ganzer Herzinfarkt. Himmel, bist du verrückt? Sie sagte was von halben Herzinfarkt. Ja, nee, ist klar. Von der Steinqualität ist das ein ganzer. Okay, es ist Weihnachten. Wir haben die Kamera umgeworfen. Herzlichen Glückwunsch. Und nein, die schneidet das jetzt nicht raus. Es bleibt. Ihr dürft das sehen. Da war ich dann ungeschickt. Himmel, Herrgott, guckt euch das an. Okay. Okay, 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 okay. Ich bin so frei. Ich lege die Farben auf Seite, weil... Hilfe! Wir wollen es ja auch nicht zu lange machen, ne? So, und jetzt kommt etwas Riesiges. Etwas Großes. Und der Karton ist leer. Also, uiuiui. Was bitte habe ich getan, Micha? Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wäre ich oben? Nein, 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 nein. Das bitte in die Richtung. Das sollen die Leute ja nicht sehen. Das dürfen sie auch gar nicht sehen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Halt fest. Gut. Wir lüften nur mal eine Ecke. Oh mein Gott, guckt euch diesen Druck an. Glasklar, da ist nichts. Oh. Oh. Oh mein Gott, ist das klebrig. Aber mehr zeige ich euch von der Leinwand nicht. Guckt euch den Druck an, Leute. Diamond Painting mit Herz. Also das, meine Lieben, ist eine deutsche Alternative zu einem anderen Geschäft. Und das hier ist personalisiert, ne? Also bitte nicht wundern. Alter Falter. Lieber Erik, liebe Silvia. Ich muss euch ja mal ganz ehrlich sagen, seid ihr des Wahnsinns? Ich muss mich für die... Ja. Nein, 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 ich mache... Ich muss mich für die Erfüllung dieses Wunsches bedanken. Weil... Lass die Leinwand machen, was sie will. Das ist immer noch am einfachsten. Und wenn das jetzt so aufgerollt liegt, ist das auch egal. Weil zu eng kannst du nicht wegen der Klebefolie. Na, noch ein Stückchen geht das. Aber ja. Puh, ich muss mich erstmal bei euch bedanken. Erstens für die Umsetzung. Zweitens für
die Erfüllung dieses Traums und drittens für die Lieferung. Ich weiß, ihr habt genug Stress, aber ihr seid bombastisch. Gekostet hat das Bild bei der Größe 60, 70 Euro. Aber das ist, ihr habt es gesehen, allemal wert. Wenn ich mir die Steinqualität angucke, dann ist es das mehr als wert. Und ja, meine Lieben, ihr zwei Hübschen, gönnt euch Feiertage, gönnt euch Pause. Macht euch gemütlich. Meine liebe Beschenkte, nächstes Jahr wird für dich besonders. Und ich sitze jetzt gerade hier und denke mir so, oh my goodness, das ist ein ganzer Herzinfarkt. In diesem Sinne würde ich dann jetzt gerne sagen, auf Wiedersehen, goodbye, adios. Feiert schön, macht euer Ding, habt einfach Spaß, lasst euch nicht ärgern. Kommt mir gut ins neue Jahr, wir sehen uns noch einmal wieder dieses Jahr. Ein Video gibt's noch. Ich werde euch die Diamond Painting mit Herzgruppe in die Kommentare verlinken. Dann läuft ja immer noch die Challenge von Diamond Painting für Anfänger und Profis. Das setze ich euch auch rein in die Infobox. Nein, nicht so vorschnell. Mach mal langsam. Hier wird man schon getrieben, hallo? Du solltest doch nur aufs Kamerabild achten. Ich muss nicht aufs Kamerabild achten. Ich weiß, was die Kamera anstellt. Ich weiß auch, was mein Finger gerade hat. Nervöse Zuckungen. Okay. Wenn der dir gleich ans Fell kommt, du, dann kitzelt's. Ach, ich dachte, der will schon an den Diamond Painting Stift ran. Nein, der will dich kitzeln. Ich würde aufpassen. Im Übrigen ist das so der übliche Umgangston. Wir ärgern uns ja manchmal gerne gegenseitig. Nein, jetzt habe ich einen Faden verloren. Gehst du mal bitte raussuchen, den Faden, den ich verloren habe? Ist etwa so ein Stück. So. Warst dabei zu beschreiben, was du dieses Jahr noch vorhast. Was ich dieses Jahr noch vorhabe? Lasst euch überraschen, ist viel einfacher. Also ein Video wird auf jeden Fall noch kommen und den Rest gucken wir dann, so wie es spontan passt. Nee, es werden sogar noch zwei kommen. Und zwar gibt es ein neues Paint With Me von einer anderen Firma mit einem anderen Bild, aber dazu später mehr. Und wir müssen uns ja noch von meinem Kalender 2020 verabschieden und die neuen begrüßen. Bedeutet in dem Fall, wir haben noch ein bisschen was vor, ne? Also, habe ich euch erzählt, dass das eckige Steine sind und keine runden? Super, Britta, du bist der Knaller. Nein, hattest du nicht erzählt. Also, es sind eckige Steine. Eckige Steine in einer Qualität, die ich noch nie gesehen habe. Oh mein Gott. Egal, in diesem Sinne, macht euer Ding, habt einfach Spaß, feiert schön, lasst euch nicht provozieren und wir hören uns dann in unserem nächsten Video. Adios, goodbye, auf Wiedersehen und tschüss.